Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Frau Meier TV. Ich finde ja, wir wachsen alle an unseren Herausforderungen. Ich bin exakt vor 3 Minuten ins Haus gelaufen, in mein Büro gelaufen und jetzt merke ich habe sogar das Mikrofon vergessen. Moment, ich schließe das noch schnell an. Wir waren heute bei der Audi AG und haben unser neues Auto abgeholt. Mein Mann beharrt darauf, dass es seins ist. Ich finde ja, es ist meins. So, schreibt mir bitte jetzt kurz in den Chat, dass ihr mich hören oder in die Kommentare, dass ihr mich hören könnt. Ich sehe, da sind schon vier. Oh Gott, kann mir jemand bitte ganz kurz schreiben, dass du mich hörst? Das wäre super. So, also, wir haben jetzt ein neues Auto. Wir sind wieder dem Audi treu geworden, haben den Schweden den Rücken gekehrt. Bettina kommt gerade noch pünktlich. Ach gut, okay, Bettina, kannst du mich hören? Schreib mir das bitte kurz und dann lege ich direkt los. Alles gut. Lisa kann mich auch hören. Oh, danke, Lisa, danke auch für deine Unterstützung. Wahnsinn. Echt, wir standen im Stau. Ich saß schwitzend auf dem Beifahrersitz. Gut. Frau Meier TV. Hier geht es ja darum, dich und deinen Stil zu lieben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und im Verlauf meiner bis jetzt 3 Kurse von Stilsicher in 8 Wochen, die ich in den letzten 10 Monaten mit über 200, nee, fast 300 Frauen, glaube ich, durchgeführt habe, ist mir eins wieder mal richtig bewusst geworden. Wir hören in unserem Alltag als Frau, sage ich jetzt einfach mal den Männern, weiß ich nicht, vielleicht geht es denen auch nicht besser, aber als Frau hören wir so gut wie nie, hey, du bist genau richtig. Oder du bist genau gut, so wie du bist. Ja, und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, das wurde mir diese Woche auch ganz deutlich bewusst, gibt es heute meinen Nummer 1-Tipp für dein gutes Aussehen. Und ich habe natürlich auch noch ein paar Geschenke mit im Gepäck. Was wir als Frauen hingegen relativ regelmäßig hören, das sind solche Sachen wie: Kauf die Creme, dann wirst du deine Zellulite los. Ergo, du bist nicht richtig so, wie du bist. Du hast ja Zellulite. Oder wir hören, färb dir die grauen Haare, damit du gut und besser und jung aussiehst. Ergo, du bist nicht richtig so, wie du bist, weil du hast ja graue Haare. Also schau, dass du die loswirst und färb sie. Zu diesem Thema gibt es übrigens demnächst ein sehr spannendes Projekt, was ich begleite mit einer Frau, die sich entschieden hat, ihre Haare nicht mehr zu färben. Dies nur am Rande. Wir hören auch zum Beispiel, mach mehr Sport, ernähr dich anders, kümmere dich endlich um deinen Knackpopo und schmink dir die Nase schmaler und die Augenbrauen runder oder eckiger. Und überhaupt ist es gerade eh sehr schick, so und so zu sein. Ergo, was wir hören ist: Du bist nicht richtig so, wie du bist. Und diese Woche habe ich am Dienstag, am Feel-Good-Dienstag, wieder mal einen meiner Lieblingssprüche gepostet. Der lautet: Du bist genau richtig, so wie du bist. Sonst wärst du ja anders. Das ist relativ logisch, oder? Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und eine Stilheldin, das sind die Teilnehmerinnen von Stilsicher in 8 Wochen, hat sich diesen Spruch als Bildschirmhintergrund gewünscht. Im Verlauf des Kurses bekommen meine Teilnehmerinnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Feel-Good-Hintergründen für Handy und Rechner. Und dieser war bis jetzt halt leider noch nicht dabei. Das habe ich versäumt und ja. Du wirst es ahnen. Jetzt ist er schon dabei in der ganzen Auswahl, den meine Stilheldinnen bekommen. Und du kannst ihn dir heute auch holen. Und zwar ganz ohne Kurs. Jetzt poste ich schon mal den Link für diejenigen, die den sich nachher gleich holen wollen. Also, schnapp zu, hol dir den, lad dir den runter. Ich habe ihn in sämtlichen Farben vorbereitet für Handy, für Rechner. Also,
Viel Freude damit. Warum? Dieser Satz, du bist genau richtig so, wie du bist. Und andere Sätze, ja, wie, hey, gut siehst du aus oder wow, siehst du gut aus, was immer es für dich ist, die begleiten mich in meinem Leben schon eine ganze Weile. Und wir kommen auch regelmäßig im Kurs immer wieder drauf zurück. Die Sätze, die mich jetzt schon eine ganze Weile begleiten, die gab es in meinem Leben nicht immer. Also es war nicht immer so präsent. Und für mich ist es sehr allgegenwärtig, aber ich habe ja auch schon geübt und ich erlebe eben regelmäßig auch im Kurs, dass es nicht für jeden so zum Alltag gehört, sich selbst durch positive Gedanken, durch positive Sprüche, ja, auf Schiene zu halten. Weil da gibt es alte Prägungen, da gibt es alte Glaubenssätze. Und der Gedanke, eben nicht richtig zu sein, ist in den Köpfen der Frauen so weit verbreitet wie Kamele leben in der Wüste. Und ich habe neulich welche auf der Schwäbischen Alb gesehen. Da habe ich auch erst mal geschaut. Ungewohnt. Genauso ungewohnt ist eben der Satz, du bist genau richtig, so wie du bist, für viele Frauen. Weil wir wollen immer lieber so oder so oder so sein und dann sind wir glücklich. Ja, gut. In meinem Leben war es so, dass es eine Frau gab, die mir mit, damals war ich 33, gefühlt als erste und auch damals als einzige gesagt hat, Katharina, Sie sind vollkommen, so wie Sie sind. Es ist nichts falsch an Ihnen. Und ich dachte, was? Was erzählt die mir? Weil ich fand so ziemlich alles falsch an mir. Mein Aussehen, mein Verhalten, mein Körper, mein Job, mein Gehalt, mein Leben, alles. Ja, es war alles nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und dieser Satz, den sie damals zu mir sagte, der durchfuhr mich und er rüttelte und schüttelte mich und ich konnte es irgendwie nicht glauben. Es kam immer dieses Ja, aber. Und nix, ja, aber, so ist es, habe ich gelernt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es wirklich geglaubt und verinnerlicht habe. Und dafür habe ich mich, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, wirklich zugeballert mit positiven Sprüchen und Gedanken. Im Bad, im Schlafzimmer, im Flur, in den Innenseiten meiner Küchenschränke, fast überall hingen Zettelchen, die mich erinnern sollten. Und sie haben mich erinnert. Und sie tun es noch sehr erfolgreich. Ich habe immer noch meine Zettelchen hier und da hängen. Ich habe Erinnerungen in meinem Handy gespeichert. Ich nutze mein Handy-Hintergrund für positive Sprüche, die ich in diesem Moment einfach gut brauchen kann. Und das kann heute was anderes sein als nächste Woche. Und das ist es auch, was ich meinen Stilheldinnen eben mitgebe, regelmäßig im Kurs, in der Gruppe, in unseren Calls. Und es wirkt. Die Wiederholung wirkt. Und es dranbleiben wirkt. Und warum weiß ich das? Weil ich die Rückmeldungen bekomme. Mensch, ich fühle mich tatsächlich besser. Oder hey, ich laufe an einem Schaufenster vorbei und ich lächle mich an. Oder ich laufe am Spiegel vorbei. Und ich bleibe kurz stehen und ich schaue mich kurz an und ich freue mich. Und das schreiben mir Frauen, die das teilweise jahrelang nicht mehr gemacht haben, die den Blick für sich selbst verloren haben. Und das ist das Wichtigste und deswegen mein Nummer-1-Tipp für dein gutes Aussehen. Warum? Weil er Frieden schafft. Weil er dein Selbstbild wieder dahin rückt, wo es hingehört. Und weil dir kein Outfit der Welt so gut zu Gesicht stehen kann, wie dein inneres Leuchten und dein Strahlen und deine Zufriedenheit. Deine Garderobe ist nur das Sahnehäubchen auf dem Gesamtkunstwerk du. Und das sag ich als Stilberaterin, ja? Das sag ich, die mit ganz vielen Frauen jeden Monat, jedes Jahr zum Einkaufen geht und Klamotten kauft, Outfits kauft, die im Kurs hilft,
bei der Kombination von Outfits, bei der Farbwahl etc. pp. Und ich sag, deine Garderobe ist nur das Sahnehäubchen auf dem Gesamtkunstwerk du. Der erste Schritt ist immer hier drin. Und aus diesem Grund würde ich mich sehr freuen, wenn du dir am besten gleich die Bildschirmhintergründe runterlädst. Das ist eine ZIP-Datei, wie gesagt, für unterschiedliche Endgeräte. Und sie dir auch installierst und drauf schaust. Und hey, ja, es kann total gut sein, dass du am Anfang denkst, komisch. Ja, das ist auch gar nicht weiter verwunderlich, weil vielleicht hast du die letzten 10, 15, 20, 40 Jahre darüber gar nicht nachgedacht oder daran auch gar nicht geglaubt. Und das ist wie, wenn man nach einiger Zeit mal wieder ins Fitnessstudio geht und Sport macht. Vielleicht fühlen sich die Bewegungen erstmal komisch an. Vielleicht gibt's auch einen Muskelkater. Ja, okay. Und der geht wieder weg. Das ist so wie mit der anderen Hand Zähne putzen oder die Haustür aufschließen. Das fühlt sich am Anfang auch ganz komisch an. Wenn du es regelmäßig machst, wirst du irgendwann nicht mehr wissen, welche Hand ist eigentlich die richtige. Also, aus diesem Grund möchte ich dir das schenken, weil es ist so, dass Stil wird so oft gleichgesetzt mit der Klamotte, die wir anhaben, mit vielleicht der Haarfrisur, der Kombination, dem Schmuck. Und Stil bedeutet innen wie außen und oben bis unten. Das ist Stil. Stil ist immer die Summe der Dinge. Nicht nur die Textilien, der Gürtel, die Schuhe, die Frisur, der Lippenstift, was auch immer. Stil fängt in dir an. So, also hol dir die Hintergründe. Den Link poste ich auch gleich nochmal zum Draufklicken, ganz einfach. Und die Sabine schreibt, das ist eine Stilheldin, darf ich an der Stelle verraten, und es funktioniert. Danke. Also, viel Spaß damit. Jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. 2 Wochen. In 2 Wochen bin ich wieder da. Dann geht es im Übrigen schon bald los mit der kostenlosen Stilmission. 5 Tage, ein Ziel, dein Stil am 1. September. Anmeldungen sind noch nicht möglich, aber du wirst als Erste davon erfahren. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Und natürlich geht es dann nach 2 Wochen Pause auch bei Frau Meier TV weiter. Und wir kümmern uns um dich, um deine Einzigartigkeit, um dein gutes Aussehen und um deinen Stil. Also nutz die nächsten 2 Wochen schon mal mit deinen neuen Hintergründen. Und dann gibt's wieder ein praktisches Thema, wo wir uns mehr der Garderobe widmen. Ja, also, weil wir machen das Ganze ja Schritt für Schritt. Und ich bin ein großer Fan von Wiederholungen und Erinnerungen. Und deswegen wird natürlich auch der Tipp, den es jetzt heute gab, auch immer mal wieder mit reinspielen. Also, ich will, dass du deinen Stil finden, tragen und leben kannst. Und zwar nachhaltig, wenn du das auch willst. Also, lieb dich und deinen Stil. Ich freue mich auf unser Wiedersehen ab Mitte August. Und denk dran, Schönheit und Stil beginnt im Herzen und geht erst dann vom Kopf bis zu deinen Füßen. Also, mach's gut, bis bald, bye bye.